Hallo lieber Tomik, schön, dass du heute da bist. Das freut mich sehr, gleich nach deinem Set. Hallo liebe Renner, ja, danke. Wir haben uns natürlich, bevor wir dich jetzt auch mal live sehen, natürlich auch deine Social Media Kanäle gecheckt und gesehen, du hast auch einmal mit 4 Playern gespielt, ein Video hochgeladen. Hast du heute auch alle 4 Player benutzt? Heute leider nicht ganz. Das wäre mir fast ein bisschen zu riskant gewesen, da auf 4 Player zu spielen. Aber sonst, wenn es nicht live ist, eigentlich geht es immer. Immer zu Hause, du hast ja auch ein extrem schönes Studio. Steht das bei dir im Keller oder wo findest du? Das ist bei mir im Keller zu Hause, ja. Da verbringe ich eigentlich die meiste Zeit mit Produzieren und Mixen. Wollte ich hier fragen, wie viele Stunden sind das pro Woche? Boah, habe ich eigentlich noch nicht genauer nachgerechnet. Das sind sicher nach der Arbeit, keine Ahnung, 20, 30 Stunden. Also hast du doch also auch eine 60-Stunden-Woche. Mindestens, ja, also eher, ja, vielleicht sind es sogar 80. Also. Wahnsinn, aber gut, in so einem schönen Studio verbringt man auch gern seine Zeit, nehme ich mal an. Auf jeden Fall, ja. Wie viele Stunden oder wie viele Tage im Jahr bist du so als DJ unterwegs, nachdem du ja nicht hauptberuflich DJ bist, sondern eher am Wochenende? Ja, eher am Wochenende, aber jedes Wochenende mindestens einmal, wenn nicht zweimal, ziemlich ausgebucht. Ziemlich ausgebucht, das braucht natürlich auch viel Energie. Die hast du aber scheinbar. Du hast 2017 einen DJ-Contest gewonnen. 2018 bist du auf einem 3. Platz eines DJ-Contests gelandet. Was war das für ein Contest und was hast du da gewonnen bzw. gewinnen können das Jahr darauf? Genau, also das war die Vorscheidung, habe ich gewonnen für den German DJ-Contest. Das heißt, von ganz Deutschland. Die DJs ist in 5 Bereiche aufgeteilt worden und da habe ich einen Bereich gewonnen. Und diese 5 DJs sind dann ins Finale gezogen und da habe ich dann den 3. Platz erreicht. Sehr cool. Und einen Pokal hast du da, glaube ich, erhalten, ja, wenn ich richtig gesehen habe. Gab es da sonst einen Gewinn für den ersten oder für den zweiten oder für den dritten? Eine Geldsumme oder gab es da auch andere? Studio-Equipment hat es gegeben, Software, Sample Packs, Kleidung, ja, alles Mögliche. Sehr cool. Und hauptberuflich bist du in welcher Branche tätig? Bin ich Maschinenbautechniker. Maschinenbautechniker. Zwei Tagesbad hatte ich schon gefragt, genau. Ob du auch schon mal einen Player aufgeschraubt hast. Hast du bis jetzt noch nicht? Aufgeschraubt schon, aber auskennen tue ich mich jetzt nicht mit der Materie. Also. Okay, aber dein Studio hast du selber zusammengebaut? Das habe ich selber gebaut, genau. Sehr cool. Und wann war das? Das war, ich glaube, vor circa 3 Jahren. So, ja. Wie lange bist du generell schon als DJ tätig? Als DJ 5, 6 Jahre, glaube ich, ist sowas. Ist schon eine gute Zeit. Das erste Mischpult, glaube ich, habe ich 2013 gekauft. Mhm. Sowas, ja. Das ist doch schon eine Zeit her. Ja. Was war denn da dein absolutes Highlight in dieser DJ-Laufbahn? Also inspiriert hat mich immer Hardwell, das war so mein Idol. Und dann habe ich halt in die Richtung eingeschlagen und auch dieselbe Musik gehört und gespielt und genau diese Richtung. Gab es auch ein Auftrittshighlight? Hast du ihn einmal getroffen? Gab es ein Festival, auf dem du warst, das dich extrem begeistert hat? Ja, natürlich auf dem Electric Love, jedes Jahr, seit 2014. Und hoffentlich bald selber, dort selber vor Ort. Natürlich. Hoffentlich bald selber vor Ort und hoffentlich also auch auf der Bühne natürlich, ja. Hoffentlich auch bald auf der Bühne, das hoffen wir auch. Wir sind begeisterte Electric Love Festival Besucher. Das heißt, wir freuen uns sehr, wenn wir dich dort sehen, als Privatperson, aber auch auf der Bühne. Vielen lieben Dank, Tomik, für das Gespräch. Danke sehr.